Omas gegen Rechts halten Kongress in Thüringen ab. Ich frage mich, was sollen die ganzen alten, reichen Wessi-Weiber denn da? Jetzt wird der eine oder andere sagen, woher willst du wissen, dass das alles Wessis sind? Naja, ich würde sagen, wahrscheinlich überwiegend Westdeutsche. Denn das politische Programm, was die Omas gegen Rechts vertreten, passt nicht so wirklich zu den Alltagssorgen einer ostdeutschen Rentnerin. Hat eigentlich jemand die Omas gegen Rechts mal gefragt, wie die Durchschnittsrente bei ihnen ist? Und ob sie wissen, wie die Durchschnittsrente in Ostdeutschland ist? Nicht die Durchschnittsrente in Deutschland, sondern in Ostdeutschland. Übrigens, diese Frage hat Lanz Ricarda Lang nicht gestellt, als er nach der Rente fragte in Deutschland. Eine Anfrage der Linkspartei hat eine Durchschnittsrente nach 45 Jahren in Deutschland ergeben von 1605 im Westen und 1403 im Osten. Wobei mit 1371 Euro Thüringen das Schlusslicht ist. Ja, die Omas gegen Rechts sind extra nach Thüringen gekommen, um hier nicht über Altersarmut zu sprechen. Wobei zur Verteidigung muss ich sagen, über Inhalte sprechen ist sowieso nicht die Stärke von Omas gegen Rechts. Mehr als gegen die AfD sein und für die Demokratie und Vielfalt und bla 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 und hier und da auch noch der Umweltkram, ja, mehr ist da inhaltlich nicht da. Die üblichen Alltagssorgen von Rentnern in ganz Deutschland interessieren die Omas gegen Rechts gar nicht. Wer nach Altersarmut und Omas gegen Rechts googelt, findet in Deutschland nichts dazu. Lediglich die Omas gegen Rechts Gründerin in Österreich nimmt das Wort in den Mund. Übrigens, die ist auch die grundsätzliche Gründerin von Omas gegen Rechts. Ja, das ist aus Österreich nach Deutschland gekommen. Ganz schlechter historischer Beigeschmack. Übrigens auch kurios, dass man über die AfD gerne sagt, na, die haben keine Inhalte und auch keine Lösung. Die sind nur immer gegen alles. Dass das auf jeden Fall auf die Omas gegen Rechts zutrifft, da redet keiner drüber. Die findet jeder toll. Jedenfalls in der sogenannten Mainstream-Presse. Kritik hört man da so gut wie gar nicht. Also, dass zum Beispiel gefragt wird, hey, Omas gegen Rechts, wieso redet ihr nicht über Altersarmut? Wieso redet ihr nicht über den schlechten öffentlichen Verkehr, der für Rentner problematisch ist? Oder unnötige Operationen, die Rentnern aufgezwungen werden, weil Ärzte Kohle machen wollen? Oder die schlechte Pflegelage in Altersheimen, Krankenhäusern und. Sowie die soziale Vereinsamung von Rentnern, weil sie von der Gesellschaft immer mehr ausgeschlossen und diskriminiert werden. Ich erinnere nur mal an das immer beliebter werdende Wort Boomer, das junge Leute abfällig über Rentner und Leute, die es noch werden, verwenden. Und ja, es werden Leute auch abfällig als Boomer beleidigt, die noch 30, 40 Jahre brauchen, bis sie da sind. Es besteht ein allgemeiner Hass auf alte Leute in der Gesellschaft, der immer weiter zunimmt. Komisch, dass die Omas gegen Rechts darüber nicht sprechen. Plus vielerlei andere Probleme, die gerade alte Leute hart trifft, wie zum Beispiel die Medikamentenknappheit in Deutschland. Übrigens alles Themen, wo man der AfD das Wasser abgraben könnte, um so zu verhindern, dass die AfD gewählt wird. Machen das aber die Omas gegen Rechts? Nö. Es kommt nur inhaltsloses, plakatives gegen die AfD sein. Dass dazu nicht viel gehört, außer einer Trillerpfeife, ein Plakat und plumpes Geschrei, muss ich hoffentlich keinem erklären. Und dass für so ein Kasperletheater ostdeutsche Omas keine Zeit haben, weil sie halt noch im Haushalt mithelfen müssen, Enkelbetreuung oder schlichtweg auch noch arbeiten gehen, das muss ich, glaube ich, niemandem erklären. Meistens aus dem Problem heraus, dass die Kohle eben nicht so dick vorhanden ist. So dass man im eigenen Schrebergarten eben noch zum Beispiel Gemüse anbaut oder hier und da auf Schnäppchenjagd ist. Oder anders gesagt, selbst wenn sehr viele ostdeutsche Frauen bei den Omas gegen Rechts dabei wären, würde die ganze Bude ganz anders aussehen und man würde ganz andere Themenschwerpunkte setzen und nicht einfach bloß plump gegen die AfD sein. Und ich würde auch mal dreist behaupten, eine Ossi-Oma, die gegen die AfD ist, die geht lieber zum Bündnis Sarah Wagenknecht, als bei diesem merkwürdigen Häkelplakatverein mitzumachen. Und ja, es ist wirklich ein merkwürdiger Verein, denn diese Omas gegen Inhalt, ich meine gegen Rechts, die haben ganz komische neue Zahlen veröffentlicht. Während sie Anfang des Jahres nur 15.000 Leute sein wollten, sind sie auf einmal 30.000, also bundesweit 30.000.
Aber von diesen bundesweit 30.000 Omas gegen rechts sind in der entsprechenden Facebook-Gruppe bloß 4.500. Tja, die Omas gegen rechts sind also anscheinend auch Omas gegen Technik. Ja, da werden noch Faxe verschickt, Brieftauben und Rauchzeichen. Manch einer wird aber wahrscheinlich davon ausgehen, naja, diese 30.000 Leute sind einfach erstunken und erlogen, weil das passt so einfach nicht zusammen. Denn wer von diesen 30.000 Leuten gerade mal 300 nach Erfurt kriegt, ja, der kann natürlich überall ein paar Nullen dranhängen. Aber vielleicht ist es schlichtweg bei den Omas gegen rechts so wie mit der Technik, dass man auch Brillen für ein Hexenwerk hält und beim Lesen der Mitgliederzahlen einfach lieber auf diese komische, merkwürdige, hexische Brille verzichtet und einfach so mit seinen naturgottgegebenen Augen liest und dann einfach die Zahlen nicht richtig erkennt. Aber wer weiß, warum da so eine komischen Zahlenspielereien sind, es kann einiges möglich sein. Die vielen Nullen bei Omas gegen rechts, ja, die können wirklich eine andere Erklärung haben. Übrigens, leider geben die einzelnen Ortsverbände der Omas gegen rechts nicht bekannt, wie viele Mitglieder sie haben. Und online findet man da auch merkwürdige Zahlenspielereien, sage ich jetzt mal. Während zum Beispiel die Omas gegen rechts Dresden eine Facebook-Seite haben mit 1600 Likes, gibt es bei der Facebook-Gruppe von Omas gegen rechts Dresden gerade mal 83 Mitglieder. Tja, irgendwie wie mehr Schein als Sein, oder? Und obwohl das so ein kleiner, publicher Verein ist, kriegt man trotzdem von der Stadt Dresden Steuergelder. Wo man sich fragt, wie viele von diesen Omas gegen Rechtsverbänden in Deutschland bekommen Steuergelder und sind demzufolge dann natürlich auch Omas für Steuergeld abgreifen. Übrigens ein Thema, das bezüglich Omas gegen rechts selten in der Presse durchgekaut wird. Übrigens gibt es auch drastisch weniger Verbände von Omas gegen rechts im Osten. Die große überwiegende Masse befindet sich in Westdeutschland. Übrigens, auch wenn die Omas gegen rechts auf ihren Internetseiten nicht bekannt geben, wie viele Mitglieder sie tatsächlich wie wo haben, hat man sich hier und da in Interviews schon mal verplappert, beziehungsweise man war stolz darauf, wie viele Mitglieder man hat. So will man in Halle 25 Mitglieder haben. Oder in Döbeln kann man 10 Omas zählen, die sich freiwillig vom Öffentlich-Rechtlichen abfilmen lassen. Und wenn man versucht rauszukriegen, wie viele Omas gegen rechts in Magdeburg aktiv sind, findet man aber nur Meldungen und Videos über Wessi-Omas gegen rechts, die dort hingefahren sind, um irgendwelchen AfD-Politikern die Suppe zu versalzen. Auch kurios ist, dass sich diese 30.000 Mitglieder auf 200 Ortsgruppen verteilen sollen. Wobei es total witzig ist, dass eine Oma gegen rechts, die in Erfurt da angekommen ist, aus dem Westen, sich darüber freut, so viele Omas gegen rechts zu sehen, weil in ihrem Ortsverband sind es nur 2 Omas. Zu sehen beim ZDF-Heute-Journal vom 3.8. Auch kurios sind die Zahlenwerte der Omas gegen rechts in München, die Anfang des Jahres 100 Mitglieder gehabt haben wollen. Wobei da die Zahlen noch waren 100 Ortsverbände und 15.000 Mitglieder. Wenn man sich solche Zahlenwerte anguckt, müsste man ja eigentlich logischerweise feststellen, da müsste es ja ein paar Ortsverbände geben, die reichlich mehr Mitglieder haben. Dass man die nicht stolz in der Presse präsentiert, ist irgendwie kurios. Oder anders gesagt, manch einer wird sicherlich behaupten, naja, die Omas gegen rechts haben ihre Mitgliederzahlen einfach dreist gefälscht, um sich in der Presse als wichtige Vereinigung zu verkaufen, die sie aber eigentlich gar nicht sind. Oder man ist schlichtweg nicht in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen. Am Ende bleibt aber eins übrig. Diese Omas gegen rechts sind schlichtweg nur ein dubioser Haufen, welcher die Probleme der sozial schwachen Menschen ignoriert und lieber inhaltslose Ideologien vertritt, die man aber selber nicht mal mit Inhalt füllen kann. Schade, dass man hier so menschenverachtend und ignorant ist und das Elend der Leute ignoriert, das einen eigentlich am nächsten angeht. Aber hey, die Wessi-Omas gegen rechts haben sich ja bereichert aufgrund der ausländischen Arbeitskräfte, die nun in Altersarmut enden im Westen, so wie man sich auch an den Ostdeutschen bereichert hat. Leider habe ich keine Zahlen gefunden, die aufdröseln, wie die Altersarmut bei Wessis, Ossis und Immigranten aussieht, aber für Immigranten sieht es im Durchschnitt schlechter aus als für Deutsche. Was dann pauschal wahrscheinlich so viel heißt, wie dass der Wessi den Immigranten besser ausbeuten konnte, als diesen doofen Ossi, der sich da immer so gegen gesträubt hat und geweigert.
Vielleicht sind deswegen die Immigranten bei Wessi-Omas gegen rechts so beliebt, weil auf deren Kosten konnte man sich ja besser bereichern. Vielleicht sollte man solch eine Wessi-Oma gegen rechts mal fragen, wie sie das sieht, dass Immigranten in Westdeutschland von ihresgleichen so sehr ausgebeutet wurden und nun in Altersarmut enden, ohne dass es die AfD gab. Aber irgendwie glaube ich, dass man das bei diesem Kongress in Thüringen ja nicht besprochen hat. Ja, die tollen westdeutschen Firmen. Im Ausbeuten von Menschen kannten sie sich schon immer gut aus. Und weil der Wessi sich so ziemlich schnell gegen das Ausbeuten sträubte, mussten halt schnell andere Leute aus anderen Ländern her. Wobei das unbeugsamste Opfer dieser tollen westdeutschen Firmen der Ossi ist. Und auf den haben's die Omas gegen rechts komischerweise besonders abgesehen, weil er nicht das wählt, was sie in ihrem selbsternannten vermeintlichen demokratischen Duktus für richtig erachten. In diesem Sinne sind wohl die Omas gegen rechts wohl eher die Reichen gegen die Armen. Und ich finde, so einen Blödsinn kann man sich schlichtweg sparen.